Ein gleichzeitiger Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft ist nicht nur unverantwortlich, sondern blanker Irrsinn. Das Gesamtsteueraufkommen der öffentlichen Hand hat sich unter Ihrer Regierung seit 2005 auf gegenwärtig rund 900 Milliarden Euro ja verdoppelt. Und Sie haben unser Land mit den drei großen Fehlentscheidungen, die als die drei großen Rechtsbrüche in die Geschichte eingehen werden, in die Sackgasse manövriert. Und mit der unbedingten Euro-Rettung, der unkontrollierten Einwanderung und der grünpopulistischen Energiewende, das kann man nicht anders sagen. Und statt diese Fehlentscheidungen zu korrigieren, versuchen Sie, die Folgen verzweifelt zu überdecken. Die viel gepriesene schwarze Null ist letztlich nur der Massenenteignung von Bürgern und Sparern durch die Nullzinspolitik der EZB zu verdanken. Sie können sich Ihren Haushalt schönrechnen, weil der Bund keine Zinsen mehr auf seine Schulden zahlt. Den Preis zahlen stattdessen die Bürger durch fortgesetzte, massive Wohlstandsverluste. Und nachdem Sparbücher und Lebensversicherungen bereits als Anlageform ruiniert sind, wollen Sie als nächstes die Käufer von Aktienfonds über eine Finanztransaktionssteuer schröpfen, die nur die Kleinsparer und Anleger trifft. So sieht die Politik der GroKo für die arbeitende Bevölkerung aus. Und der Meinungsfreiheit haben Sie eben auch den Krieg erklärt. Der Flop mit dem NetzDG war Ihnen noch nicht genug. Sie wollen dieses unselige Gesetz auch noch ausweiten. Meldepflichten für Netzwerkbetreiber, eine ganz neue Behörde, das können Sie ja so gut, die auf der Basis von Gummiparagraphen wie Hass und Hetze Meinungsäußerungen filtern und zur Anklage bringen soll. Das klingt nach Orwell und so ist es wohl auch gemeint. Abweichende Meinungsäußerungen werden kriminalisiert. Das ist Ihr Plan. Und so kann man natürlich auch die repräsentative Demokratie abschaffen. Und man kann sie heimlich aushebeln. Nicht umsonst interessieren sich repressive Regimes wie Weißrussland für das NetzDG und für ihre Internet-Schnüffelgesetze. Der Generalangriff auf die wirtschaftliche Freiheit findet im Übrigen auch unter dem Tarnbegriff Klimaschutz statt. Sie bedienen sich dazu einer radikalen Minderheit, wir hören das Brüllen hier, von Klimaapokalyptikern. Wohlstandsverwahrloste Ökomarxisten, so nennt die Neue Zürcher Zeitung Thema Schweiz. Auch darauf reiten sie ja immer rum, um ein Klima von Panik und Ausnahmezustand zu schaffen. Das dient als Rechtfertigung für neue Steuern, wie zum Beispiel der CO2-Bepreisung, für neue Verbote, Gängelungen und massive Eingriffe in private Freiheits- und Eigentumsrechte. Es gibt keinen Klimanotstand. Verantwortungsvoller und sparsamer Umgang mit unseren Ressourcen ist dringend geboten, ebenso die freie Erforschung neuer Technologien. Aber was Sie als Klimaschutz propagieren, ist pure Ideologie. Es ist keine Frage von Leben oder Tod, sondern von Freiheit oder Ökosozialismus. Zukunftstechnologien im Übrigen werden auch nicht am grünen Tisch erfunden, wie Sie sich das vorstellen. Aber Milliarden an Subventionen wurden bereits sinnlos in die Energiewende gesteckt. Aber Milliarden für Elektromobilität sollen folgen. Und damit soll eine nicht wettbewerbsfähige Technologie erst wettbewerbsfähig gemacht werden. Die Subventionen verzerren und behindern den Wettbewerb und die freie Entfaltung innovativer Kräfte. Sie führen zu Fehlallokationen von Kapital. Die Folgen dieser Politik werden wir noch jahrzehntelang ausbaden müssen. Und die Kaskade von Stellenstreichungen bei Automobil-, Energie- und Chemieunternehmen ist erst der Anfang. 20.000 Jobs weg bei Continental, 15.000 bei Bosch, 10.000 bei Mercedes, 9.500 bei Audi, 7.000 bei VW, 3.000 bei BASF. Und die Liste lässt sich lang fortsetzen. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Der Jobabbau setzt sich nämlich über die gesamte Wertschöpfungskette fort. Es trifft den produktiven Kern der deutschen Wirtschaft, es trifft die Hersteller von Investitionsgütern,
die Anlagenbauern, kleine und kleinste Zulieferer in der Fläche. Und das ist das Fatale. Durch ihre Subventionspolitik finanzieren die Steuerzahler ihren Arbeitsplatzverlust, nämlich selbst. Und das ist das Unverantwortliche an ihrer Regierungspolitik. Wie Rot-Rot-Grün in Berlin derzeit den Wohnungsmarkt mit Mietobergrenzen, Enteignungsdrohungen und faktischen Einheitsmieten ruiniert, ist von DDR-Verhältnissen nicht mehr weit entfernt. Was die SPD auf Bundesebene plant, ist nicht besser. Massive Eingriffe in das Privateigentum durch Mietendeckel und Einschränkungen bei der Umlegung von Modernisierungskosten und die Grundsteuer. Statt diese anachronistische Steuer abzuschaffen, wird sie als Vorstufe der Enteignung genutzt, um Eigentum unrentabel zu machen. Und der Plan der Bundesregierung, Besitzer von Eigentumswohnungen auch gegen ihren Willen zu Dämmmaßnahmen oder zum Bau von Elektroauto-Ladesäulen zu zwingen, schlägt in dieselbe Kerbe. Das muss man sich mal vorstellen, was Sie hier vorhaben. Denken Sie bitte an Ihre Redezeit. Ein einst prosperierendes Industrieland, das sich derart kopflos den Ast des eigenen Wohlstandes absägt, macht sich zum Gespött der Welt. Bitte kehren Sie um von Ihrem fatalen Irrweg.